Lautstark angefeuert von vielen Grundschulkindern starteten die 107 verbliebenen Rennfahrer zur vierten Etappe. Mit Start und Ziel in Langewiesen ging es 171,4 Kilometer über meist flaches Terrain. Nachdem sich Tim Schlichenmeier am ersten Zwischensprint noch Jonas Rickert geschlagen geben musste, holte er sich an der zweiten Wertung die Punkte und baute seine Führung in der Sprintwertung aus. Kurz darauf bildete sich an einer Windkante eine 12-köpfige Spitzengruppe, in der gleich mehrere Teams doppelt vertreten waren. Rabobank hatte Mike Teunissen und Martin Tussfeld in der Gruppe, das australische Nationalteam mit Adam Phelan und Bradley Linfield ebenso zwei Fahrer wie das Team Stölting mit Jan Dieteren und Christian Mager. Dazu waren der Däne Michael Andersen, der Neuseeländer Hamish Scheuers, der Belgier Wietse Boosmans, der Brite Owen Dole, Jonas Koch vom LKT-Team und der Franzose Florian Seneschal in der Spitzengruppe. Das Thüringer Energieteam hatte die Gruppe verpasst und machte im Feld die Nachführarbeit. Nach gut 100 Kilometern waren die Ausreißer schließlich gestellt und sofort attackierte Maximilian Schachmann vom Thüringer Energieteam. Der Schwede Robert Pölder schloss zu Schachmann auf und die beiden setzten sich ab. Doch das Feld ließ Schachmann und Pölder nicht mehr als 2 Minuten weg. Bei der ersten Zieldurchfahrt hatte das Duo noch 1 Minute 45 Vorsprung und bei 21 verbleibenden Kilometern sanken die Chancen auf einen Ausreißererfolg. Dann ließ Schachmann seinen Begleiter stehen und versuchte allein vorn zu bleiben, während das Feld immer näher kam. Schachmann kämpfte, doch kurz vor dem Ziel wurde der 19-Jährige eingeholt und der Australier Caleb Evan gewann den Sprint vor Ruben Gerix und Julien Alaphilippe. Ja. 200 Meter fehlten Schachmann am Ende zum Etappensieg. Knapper geht es kaum. Hab da nochmal alles gegeben, 1000 Meter durch beim Kreisverkehr, dahinter nochmal runtergeschaltet, einen eigenen Sprint gefahren, ja, alles was ging, aber die Beine haben so gebrannt, es hat so weh getan. Ich konnte einfach nicht mehr weiter in Schmerz reintreten und dann 200 Meter vorher wurde ich dann leider gestellt. Ja, also die Enttäuschung ist schon groß, ja, weil die Mühe und die Quälerei da vorne, jetzt so quasi ohne Belohnung, ja, ohne den Erfolg, das ist natürlich schon enttäuschend. Aber zum anderen ist natürlich auch eine Bestätigung, dass ich hier mit der Weltspitze der U23 mithalten kann. Und ja, das ist ein kleiner Trost. Ja, heute habe ich zum ersten Mal so richtig gemerkt, ja, dass das hier vor der Heimkulisse ist, weil man fährt durch irgendwelche Orte durch und dann hört man seinen Namen und die feuern einen richtig an als Thüringer. Das war schon was Besonderes. Silvio Herklotz erreichte mit dem Hauptfeld das Ziel und trägt auch morgen beim 28 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Streufdorf das gelbe Trikot des Gesamtführenden.